Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. So, Freunde der Sonne, was haben wir denn hier alles? Der Bootsraub. Stiehl ein Boot samt Fracht, das im Wassergraben des Lehens angelegt hat. Wir kriegen dafür Sachen. Dann werden wir das mal machen jetzt. Verfolgen. Nee, hier, verfolgen. Okay. Dann watscheln wir mal nach draußen und dann gucken wir mal. Da gibt wirklich Leute, also die heulen schon wieder wegen diesem Spiel hier rum. Ich muss sagen, ich bin Fan von den neuen Teilen. Nicht unbedingt von den alten Teilen, aber dieses Spiel hier macht Laune. Und jetzt meckern wohl die rum, die die alten Teile, ach, die neuen Teile toll finden. Die, die die alten Teile toll finden, finden das gut. Aber ich verstehe es manchmal nicht. Ich hatte irgendwo in irgendwelchen Kommentaren gelesen, ja, den er geschrieben dann so, ja, früher bei Teil 2 konnte man über die Dächer rennen und machen und tun, aber bei dem fällt man alle naselang runter. Das stimmt nicht. Ich muss sagen, parcoursmäßig sieht er erstmal ja nicht so verkehrt aus. Das macht schon Laune, das Spiel. Das ist. Guck mal, du kannst hier zum Beispiel schön klauen hier. Oh. Ah ja, ich war zu schnell. Wache. ما دفعني إلى التفكير في الأمر كان مقطعا في كتاب جوامع علم النجوم. لقد غفل. Oh, guck mal, da hinten ist auch wieder so ein Artefakt. Die Griechen sind gerissen. Kann ich bei dem einfach klauen? Die gibt es wirklich. Hat mir aus 30 Ellen entfernt. Genau, direkt vor der Wache. So, Bootsraub. Was siehst du, Enkidu? Da ist das Boot. Hier sind aber auch Wachen. Da ist noch eine Wache. Mal hier war irgendwo noch einer. Hey, wo soll denn einer sein? Früher war das mal so, wie bei den anderen Teilen war so gewesen, da wo du hingeguckt hast, konntest du denn auch. Hier rauskommen. Ach, nach da. Was ist denn die Glocke? Glocke, Glocke, Glocke. Hier ist noch eine Truhe. Gut, dann würde ich sagen, kann ich mich hier irgendwo hinsetzen und lassen wir mal die Zeit verstreichen lassen. Ah.
Wir löschen sie erstmal alle aus hier und dann gucken wir mal weiter. هل أخبرتك؟ لدى أخي ثعبان في الحقيبة. Wo könnte er sein? Wo könnte er sein? Sind wir schon hinsetzen, sag mal. Wird mir das eigentlich angezeigt? Da hinten ist noch eine. Hier klauen ist auch nicht so. Hier. Nee. Guck an. Wird bekloppt. Ich will nicht hier im Helden kämpfen. Was ist mit Honecke? Na gut. Geht wohl nicht. Schade. Da ist hier noch irgendwo was, wo man mal ausruhen kann. Sieht nicht danach aus. Ja, dann machen wir das immer hin. Was ist das für ein Blödsinn? Ach so. Hast du dich versteckt? Völlig sinnlos. Sorry, wenn ich das sage, aber völlig sinnlos. Wohin? Hast du dich versteckt? Glückspilz. Auch du wirst Fehler machen. Hey, bezahlt! Ich hätte mich nicht zeigen dürfen. Na verdammt. Ah ja, nur zu spät. Was? Ich muss den Weg freiräumen, um das Boot da rauszubekommen. Was denn jetzt? Unentdeckt. Das ist immer so eine Sache, wisst ihr? So, naja, klar wurde ich entdeckt, aber der ist ja tot. An sich ist es jetzt völlig Banane, die sind tot. Wisst ihr, was ich meine? Ist da irgendwas? Hey! Was? Okay. Oh, da hinten ist ja auch noch einer. Ich seh mal nach. Nein! Du! Ich lass dich deinem... Einen Moment!
Immer schön wachsam bleiben. Hä, wo kommt denn der jetzt her? Erst mir! Komm raus, du Memme! Ich bin noch nicht fertig! Hey! Na gut, auf jeden Fall haben wir. Ist ja bloß optional gewesen. Das ist ja die Bitte des Auftraggebers. Des Auftraggebers. Dass wir unentdeckt bleiben. Ist zwar ärgerlich, aber kann ich jetzt nicht ändern. Ich will da auch jetzt nichts. Was geht da vor? Ich bin doch nicht blöd. Da ist doch was. Was? Was war das? Ein Pfeifbackendrüßling. Hey! Wer kennt ihn nicht, den Pfeifbackendrüßling? So, okay, Blaspfeile haben wir. Hoffentlich gibt es heute nicht wieder das Harissa. Augenblick! Zu essen. Ja! Hey, was war das? Hä? Das läuft doch, Freunde. So, jetzt kriegen wir hier schön. Ja, vier Teile bloß. Nein. Scheiße. Warum ist halt bloß so wenig? So, wir müssen jetzt wohin? So, hier ist das Ding hier. Sehr gut. Da unten ist noch die Truhe, da will ich jetzt noch hin. Und jetzt auf den Kanal. Ja, ja. Sehr gut. Ist hier noch irgendwo was? Ja, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Wir vergessen hier die Hälfte. So. Ab hier sollte es glatt laufen. Die Luft ist rein. Ich lege nahe des Übergabepunkts an. Wo sind das überhaupt? 180 Meter.
Das ist voll cool. Ich mag irgendwie diese Schiffsfahrten oder diese Bootsfahrten seit Origins. Origins hast du ja noch diese euren klapprigen Holzstämme-Boote oder was weiß ich hier. Da war ja schon... Oh, hier ist auch so ein großes Schiff. Waren wir nicht schon auf Hint? Stimmt, am Hafen hatten wir schon ihn gesehen. Stimmt. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm jetzt gehabt. Tut mir leid. Aber das ist cool. Darwishs Männer werden das Boot erkennen. Mein Teil ist erledigt. So, wir haben jetzt das Bauteil gekriegt. Ist ein bisschen doof gelaufen, weil wir uns entdecken lassen haben, aber gut. Kann ja immer alles glatt laufen, ne? So, was ist das hier? Geschichte aus Bagdad. Was ist das? So, was haben wir hier? Eine Konkubine des Kalifen, die für die Aufständischen spioniert, wurde zum Verhör im Prinzenpalast gebracht. Gut, verfolgen wir das jetzt mal. Ist da drüben irgendwo? Wir waren erstmal hier. Du bist nicht willkommen. Uiuiui. Ja, ja. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass hier. Weg außenrum. Entschuldigung. In fort mit dir. Etwas Musik, um den Geist zu besänftigen? Shut up and sleep with me. Gucke gerade hier wegen Diebstähle, aber ist nicht da, ist nicht da. So, dann gucken wir mal, ob wir hier pro Folge hier so 2 Aufträge fertig kriegen. Würde ich jetzt machen wollen. Glaubst du, sie kommen heute pünktlich? Wie viel waren sie gestern zu spät? Hier ist auch noch irgendwas. Oh, guck mal da. Sammeln wir natürlich ein. Achso, leih mir deine Augen. Finde das Gebiet. Da ist ja mein Ziel. Gut. Dann gucken wir mal. Wir fliegen mal hier schön rüber. Oh. Oh. Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Was siehst du, Sadiki? Nicht der wärmste Empfang. Okay, die haben hier ein Problem mit uns. Das ist der Ort. So, wo ist denn jetzt dieser Turm? Der war doch da hinten irgendwo. Diesen... Turm. Geh woanders hin! Ja, ja. Alles mit der Ruhe hier. Da ist der Turm. Mal von hier, ne? Du Drecksack. Denkst wohl,
Enkidu kann jetzt sicher kundschaften. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. So, dann wollen wir uns mal umgucken hier. Das ist sogar richtig geil, wa? Junge, das macht ja richtig Laune. Okay. Was diese Arib sich alles herausnimmt. Sie ist mutig und stolz. Okay, wir haben sie schon gefunden. So viele Wachen sind das hier nicht. Ja, guck mal, hier sind auch noch ein paar. Ah, da. Gut, das Gift ist natürlich ein bisschen scheiße, weil Gift... Das wirkt noch nicht so, dass ich hier irgendjemanden umbringen kann. Das ist scheiße. Okay, wir werden aber durch diesen Innenhof hier gehen, weil hier sind bloß zwei Wachen. Wie man munkelt, war sein Liebling ein Spitzel. Vielleicht hat er sie deshalb einsperren lassen. Die gucken, Alter. So, der kommt auch gleich vorbei. Dann sind schon mal die Zeugen weg. Ich finde das geil. Was war das? Warte! Das war der böse Wolf. Och, das sieht ja geil aus, wa? Untertauchen? Naja, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht die Nacht wählen. Ihr Aufständischen kennt euren Platz nicht! Hey! Wie? Ich muss an meiner Verteidigung arbeiten. Nee, die müssen dann ihre... Was ist das für eine Scheiße, Junge? Was ist denn das für ein Piss? Was ist das für ein Mist? Ich frage mich gerade, wie der mich gesehen hat. Sorry, tut mir leid, aber das ist bodenlos. Das ist richtig bodenlos. Wieso ist denn hier nicht so hoch genug? Hallo? Hallo? Warum zum Teufel hat der mich gerade gesehen? Junge, das ist doch scheiße, das ist doch das. Das ist richtig scheiße gerade gewesen. Also das bemängel ich jetzt hier gerade. Gottes Willen, Alter, Junge. Ey, der hat doch gar nicht in meine Richtung geguckt. Ja, du nenn jedoch da nicht hoch, meine Fresse. Ohne Scheiß jetzt, das bemängel ich gerade. Weil das scheiße ist, weil das bekloppt ist, macht ja keinen Sinn. So ein Rotz, Junge. Ich finde das scheiße. Keinen Schaden nehmen. Oh. Haben wir das auch nicht abgeschlossen?
Das ist doch Pisse, das ist doch Bullshit, ist doch das. Sorry, wenn ich das sage, aber. Das macht ja keinen Sinn. Das macht einfach null Sinn. Was da hier gerade passiert ist, hat null Sinn gemacht. Null. So, ich meditiere jetzt hier. Ich will im Dunkeln kämpfen. Naja, ist halt. Guck mal, die gehen schlafen hier. Das bemängel ich auch hier. Guck mal, die sind jetzt hier irgendwo schlafen. Aber die Wachen selber gehen nicht schlafen. Hä? Komm, der hier. Ach so. Was geht da vor? Deine Mutter geht vor. Was? Werde ich immer hier passieren? Hilfe! Du widersetzt dich? Was war das? Was geht da vor? Hey! Sag mir, was ich wissen will, und es muss heute niemand mehr sterben. Das war's? Wo ist denn jetzt hier die alte Truhe? Oh, warte mal, was ist denn hier? Ein Moment. Ja, du hast. Speck dir genau, an das Feuer. Missgeburt. Ha. Ach, verdammt. Gut, behalt die Deckung oben. Geklappt. Heute stirbst du. Ja. Ja. Moment. Ich frage mich gerade, warum der da nicht hochgestiefelt ist. Konnte gerade hier X drücken, wie ich wollte, der ist da nicht hochgegangen. Ich sag ja, ich habe ein Problem mit diesen Assassin's Creed Spielen, gerade bei so Sachen wie Hektik. Oh, falsche Taste. Das Ding ist, dass durch diese Hektik. Was geschieht nur in unserer schönen Stadt? Ja, eure schöne Stadt. Soll ich mal, mach doch mal die Augen auf. Ja, du entriegel doch die Tür. Junge, was ist mit dir? Hallo? Entriegel die Tür, einfach aufmachen. Oh. Buggy, buggy, buggy. Yeah.
Da ist er! Haltet ihn! Was war das? Sei verdammt! Alter, ist doch nicht dein Ernst, oder? Ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst, Junge. Da geht das Eliminieren weg und der greift den einfach nur an. Einfach nur an. Ah, das ist hier. Oh ja, wir werden hier viel Spaß haben mit den Dingern. Die Wachen werden gut aufpassen. Wir werden hier Spaß haben. So, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier hoffentlich wieder. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen, tun und so. لا يهم إني أعتقد أنه لعلك تتساءل عندك كتابة لكن قبل أن تتهمني إنها ستعلمني إلى لقاء صديقي ولن يكون لدي وقت كبير للعب بعد ذلك أولئك الشرقيين شبيه الجمل حتى يمكنني أن أكون أكثر كلون لنجرب وضع العقارب لقتال بعضها Du brauchst auch kein Geld mehr, oder? Ich könnte mich auch ein wenig. Die haben alle immer irgendwie dieselbe Stimme. Gut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns, wie gesagt, hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.